8. Oktober 2020. Wir sind in Mülheim an der Ruhr und wir zeigen heute mal Les Voyageurs. Ein Fahrzeug aus Frankreich, ist es wirklich groß, auf Basis Iveco Daily mit einer Smart Garage. Ich bin zusammen mit Roland. Grüß dich, Roland. Hallo. War schon oft im Fernsehen. Ja, also ich sag mal so, ich konnte es nicht verhindern. Ich war, sagen wir mal, das Vorzeigegesicht. So, und das machst du auch sehr gut. Du wirst uns heute das Auto mal zeigen, zusammen mit der Steffi. Die Steffi ist ganz neu dabei. Ich komme mal kurz zu dir. Du kommst aus dem Ruhrpott, ist das richtig? Ich komme aus dem Ruhrpott, genau. Genau. Du liebst Wohnmobile. Ich liebe Wohnmobile. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich wollte mit meiner Freundin in diesem Jahr auch losfahren. Also es ist ja absolut in gerade und ja. Ja, ganz großes Thema ist natürlich die Vereinzelung bei Corona. Das heißt, sich aus dem Weg zu gehen, das geht hier ganz besonders. Ich zeige dir mal gerade was, wenn der Roland mal kurz mitkommt. Vielleicht zeigen wir das Auto mal gerade von ganz hinten, dass man mal sieht, wie groß es ist. Denn es ist über 9 Meter lang und hinten passt noch ein Fahrzeug rein. Ja, das kennt man von Concorde und Morello, genau. die das haben. Aber so in der Klasse, wir sprechen hier jetzt als Hauspreis über 249.000 Euro, in der Klasse ist das unerreicht. Das stimmt. Also ich sag mal so, wir haben da den Vorteil, dass wir hier ein Smart, es ist nur in Anführungsstrichen eine Smart-Garage für den Ford 2. Das ist jetzt nur ein Beispiel, das Auto hier. Genau, gell? Das ist jetzt ein Beispiel von uns. Wir haben ja nicht ständig ein Smart quasi vor Ort. Aber der Vorteil daran ist, was also sehr schön ist, der wird also mit einer Winde reingezogen. Also man muss jetzt nicht mit großer Angst da reinfahren. Und interessanterweise oberhalb dieser Garage, das kann man vielleicht jetzt hier erkennen, da ist auch nochmal eine Fahrradgarage, die man nach oben fahren kann. Okay, das heißt, ich krieg die Fahrräder unter, ich kriege also zusätzlich nochmal ein Auto unter. Ja, 7,49 Tonnen, das heißt, ich bewege mich aber schon ein bisschen an der Grenze dann, oder? Ja, also für die Aspiranten mit dem alten Führerschein bis 7,5 Tonnen, die können natürlich wunderbar damit fahren. Und bei den neuen empfehlen wir immer, weil die sagen, wie sieht es denn aus, wie viel kann ich zuladen? Also bei diesen großen Fahrzeugen ist das ja unproblematisch, aber bei kleineren, dann empfehle ich wohl immer, dass die auf jeden Fall Führerschein machen. Für LKWs, ne? C1e, CE, das große Thema mit ohne Anhänger, da gibt's die. Was hast du für einen Führerschein? Ich habe den alten. Ich bin alten Dreier. Ich habe den alten, alter Mann, kann alles. Ist der grau oder rosa deiner? Immer noch grau. Immer noch grau, echt? Ja. Und ich gebe den auch nicht ab. So. Du bist schon Rentner, ne? Doch, schon etwas länger. Ehrlich? Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich komme aus der Ladenplanung. Ich habe Innenarchitektur gemacht für Geschäfte, Ladeneinrichtungen. Stark, oder? Und habe 11 Jahre in einem Wohnwagen gewohnt in Osnabrück und bin immer zwischen Essen und Osnabrück hin und her gependelt und habe dann festgestellt, diese rollende Dekadenz, diese Wohnkochklos waren für mich etwas Faszinierendes. Ja, es gibt unglaublich viele Storys. Also das Jahr 2020, dank Corona, die Leute, es boomt der Markt. Ihr hattet unglaublich zu tun dieses Jahr, oder? Ja, es ist wahnsinnig. Die Leute haben sich hier quasi die Fahrzeuge aus der Hand gerissen. Also wir haben auch während der Messe hier eine Hausmesse gehabt. Die lief über 2 Wochen. Und der Vorteil dieser Messegeschichte war der, dass bestimmte Händler ja nicht auf die Campingmesse gegangen sind und wir haben dann hier Pilot und Les Voyageurs und Etrusco zum Beispiel vorgestellt auf unserer eigenen Hausmesse und haben erheblich verkauft. Ja, es ist so. Also der Platz ist voll für meine Augen, aber ihr sagt, der ist leer, denn ihr habt normalerweise viel mehr Fahrzeuge. Total. Also wir haben sonst immer ungefähr 350 Fahrzeuge im Netz, also im Bestand. Und ich finde, wir sind hier quasi wie ausverkauft. Naja, also ich habe Händler gesehen, die haben wirklich gar keine Fahrzeuge mehr. Ihr habt ja wenigstens noch Vorführmodelle. Das ist jetzt ein Fahrzeug, ja, es ist quasi ein Vorführfahrzeug. Ihr habt es ein bisschen runtergesetzt, 249.000 Euro. Denn, ich sag mal, es ist voll. Ich zeige mal gerade so Kleinigkeiten. Hier haben wir eine EP-Hubstützenanlage da, also vom Feinsten, die vollautomatisch nivelliert. Hier vorne ist die Garage drin, so ein Auto reinzufahren, ist schon was Feines, oder? Absolut, also das immer mitzunehmen. Mobil. Man ist immer mobil und kann auch mal schnell kurze Einkäufe erledigen. Das ist ja mit so einem großen Fahrzeug dann eher schwierig. Ja, stell dir mal vor, du würdest es nicht mitnehmen. Du könntest quasi mit deiner Freundin in Urlaub fahren und könntest hier den halben Hausstand inklusive Schminktisch mit allem drum und dran mitnehmen. Großartig. Und die Hunde haben auch noch Platz. Die Hunde haben auch noch Platz? Die Hunde haben auch noch Platz. Du hast selbst Hunde? Ich habe selbst Hunde, genau. Okay. Ja.
Prima. Also ich finde das richtig toll. Hier vorne haben wir natürlich unglaublich viele Staufächer. Das ist jetzt die Wasserentsorgung. Das heißt, man sieht die Tanks hier? Genau, man sieht die Tanks. Wir haben hier nochmal einen zusätzlichen Schlauch. Hier ist nochmal eine Verbindung, die nach draußen führt. Steffi, wenn du mal gerade so lieb bist, das mal rausnimmst, dass wir das ein bisschen sehen. Da vorne sieht man nämlich, okay, da ist jetzt der Ablass. Das ist der Ablassriegel fürs Abwasser. Ja. 120 Liter, 200 Liter Frischwasser. Also es, ich sag mal so, das ist schon eine autarke Geschichte. Ne? Ja, ihr habt überall direkt eingebaut, was ziemlich cool ist. Den Wasserschlauch, den kann ich gleich rausziehen. Da brauche ich jetzt nichts irgendwas in der Garage machen. Das gleiche auf der anderen Seite. Habt ihr einen Strom, ich sag mal, Anschluss, der auch abwickelt? Das kann man gleich mal zeigen. Also ich sag mal, im Grunde genommen ist das hier komplett, wenn man so will. Ne? Ja. 200 Liter Tank. Ein Wassertank. Was wichtig ist, ja. Isoliert hier zum Beispiel mit Teppichboden, ne? Damit also quasi keine Kälte eindringt. Das hat schon große Vorteile. Ne? Das sieht auch schön aus. Man hat entsprechende Rahmenfenster, die sind bündig. Die sind bündig, Aluminium-Rahmenfenster. Was vielleicht interessant an der Geschichte ist, man sieht auch die Überlappung des Daches. Zum Beispiel, wir haben keine Schwierigkeiten, was Nässe eindringen bedeutet, dadurch, dass die also ineinander geschoben sind. Das ist schon von der Konstruktion sehr, sehr ordentlich. Außen Polyester, GFK. Mit einer Verbindung mit Aluminium. Das heißt, wir haben hier also eine gewisse Wärmeleitfähigkeit bei dem Fahrzeug. Das ist schon hohes Niveau. Ja, wir werden das gleich mal sehen, Steffi. Das Fahrzeug hat Bird View, das heißt, du siehst es von oben wahrscheinlich und du kannst dann von oben drauf gucken, während du es rangierst, weil so eine große Länge, du wirst dir zutrauen, es zu fahren? Ich würde mir das tatsächlich zutrauen, weil ich bin früher Pferdeanhänger gefahren und ist zwar ein bisschen her, aber ich glaube, wenn man da wirklich so einen Blick von oben hat, dann funktioniert das. Stark. Das ist eine Lüge, dass Frauen nicht Auto fahren können. Das habe ich nicht behauptet. Und nicht einparken vor allen Dingen. Das habe ich gar nicht gesagt. So, ich mache mal kurz das Licht an. Warte mal kurz. Also ich sag mal so, es ist tatsächlich eine Lüge. Meine Frau fährt besser als ich und ich lasse mich gerne in Urlaub fahren. So, jetzt sieht man es etwas besser. Hier vorne ist die Batterie mit drin. Das ist die Starterbatterie? Genau, das ist jetzt die Fahrzeugbatterie. So. Und wir haben auf der anderen Seite noch eine andere Batterie für den Aufbau. Die können wir uns jetzt mal angucken. Was sehr schön ist, auch die Front. Man sieht, das ist so ein guter Übergang. Wir haben also keine vorstehenden Teile, wo also Nässe sich auch noch in irgendeiner Form darstellen kann. Ja, das stellt schon was dar. Das ist so ein Bus, sage ich jetzt mal. Quasi so ein kleiner Reisebus, wenn man so möchte. Ja. Wobei also diese vollintegrierten großen Busfahrzeuge, diese Liner, sind ja nicht immer beliebt. Viele gehen ja hin und sagen, ja, ich möchte nicht ein vollintegriertes Fahrzeug, ich würde lieber ein teilintegriertes Fahrzeug haben. Aber wir haben hier ganz andere Werte. Wir haben die große, ich sage mal 16:9 Fenstergeschichte. Das sieht man gleich mal, man hat einen unglaublich tollen Ausblick, wenn man drin ist. Und man muss sagen, die Fahrersitze sind so gut in den Wohnraum integriert, dass man also das komplett mitnutzen kann. Das heißt, der Raum wird erweitert. Absolut. Und unabhängig vom Platz habe ich also andere Isolierungswerte, zum Beispiel keine Kältebrücken, alles auf den Wohnbereich abgestimmt. Ja, vorne sind die Kameras drin. Ja, das kennt man schon. Busscheibenwischer, große Scheibenwischer mit drin und unglaublich viel Rundumsicht. Das heißt, wenn du jetzt hier stehst, du wärst jetzt zum Beispiel am Gardasee und du würdest rausblicken. Das Coole ist, du bist über den anderen Fahrzeugen. Das finde ich in so großen Fahrzeugen auch immer toll, weil man hat wirklich das Gefühl, man ist auch sicher und man hat ja einen Blick über alle. Das finde ich immer sehr, sehr schön. Wobei aus der Praxis ist natürlich empfehlenswert, wenn man solche Reisen macht, dass man die auch ein bisschen plant. Ne? Es geht einfach auch darum, dass man nicht immer mit so einem großen Fahrzeug irgendwo am Campingplatz hinkommt und sagt, ich hätte gern Platz, weil oftmals, gerade jetzt in dieser Zeit, so ist, dass man das schon auch planen muss. Aber es gibt spezielle Plätze, ich sag mal 5-Sterne-Plätze, die immer für die größeren Fahrzeuge was vorrätig halten. Anrufen am besten vorher. Absolut. Genau, nachfragen, denn ich sag mal, das ist schon ein bisschen länger. Ich habe ein 8-Meter-Fahrzeug im Moment. Da komme ich in Italien gerade so rein. Das nächste wird 9,40 Meter. Da kriege ich Angst. Ja. Denn viele, viele Campingplätze, man kommt rein, aber es sind ja nicht mal alle Plätze da. Direkt am Strand wird es eng. Ja, ich sag mal, vor allen Dingen, wenn man durch Kroatien oder mal durch Wales cruisen möchte, hat man natürlich das Problem, dass die ganze Geschichte so aussieht, dass man mit diesen großen Fahrzeugen dann schon auch sehr schnell und gut jonglieren muss. Dafür sind die Kameras natürlich sehr hilfreich. Ja, das schauen wir uns gleich mal an. Ja, das
das hier ist auch eine eigene Klasse. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, es gibt so Clubs, wo so Liner, hier vorne steht der Liner drauf, das siehst du ja, die gehen hin und treffen sich, zum Beispiel in Portugal. Okay. Die haben WhatsApp-Gruppen mit drin. Das heißt, also viele haben viel Zeit, weil sie nicht mehr arbeiten müssen. Okay. Und haben unglaublich viel Spaß, Kaffeekränzchen drin. Echte Freundschaften sind hier entstanden. Nee, das kenne ich nicht. Aber die Liner kenne ich noch nicht. Okay, die wirst du heute mal kurz kennenlernen. Ja. Gas? Gas, das ist für zwei Gasflaschen, natürlich mit automatischer Umschaltung. Also alles das ist schon serienmäßig. AdBlue? Hier fahren. AdBlue natürlich. Die neue Generation, wenn Automatik eben halt mit neuen echten Gängen. Und AdBlue 6D Temp ist das, was die neuen Fahrzeuge heute haben müssen. Stauraum in erheblichen Größen. Wichtig, auch ganz hoch. Also das ist ja... Man kennt ja, das haben wir eben schon probiert, das war ein bisschen schwer. Der ist nagelneu, saugt sich fest. Jetzt ist er auf. Der alte Mann hat keine Kraft. Super B, Lithium. Lithium-Ionen-Batterie. Wir haben hier die Kabeltrommel, wir haben einen Stromwandler von 12 auf 230 Volt. Also das ist hier schon... Solaranlage mit einem Steuerungsgerät von Victron Energy. Das kennt man. Große Kabelquerschnitte. Das Ganze ist gut gemacht. Ja, Solaranlage für zweimal 140 Watt. So, die hat jetzt 160 Amperestunden. Da ist direkt schon der Platz für eine zweite Batterie mit drin, wenn man die nachrüsten möchte. Absolut. Und ich sag mal so, da kann man autark irgendwo stehen und hat keine Probleme, mal fernzusehen, Licht anzulassen. Genau, da vorne ist die Kombianlage von Dometic, 230 Volt im ganzen Haus quasi. Wenn man will, ja. Ich würde nur immer empfehlen, den Föhn nicht zu lange zu benutzen. Das ist so. Das kann ein Nachteil sein, ne? So, für die Leistung. Für die Leistung und irgendwann mal, ja, das ist jetzt hier... Eine alte 3020. Genau. Ja, ich guck mal gerade, hier vorne ist sie da. Ja, das ist eine Warmwasserheizung. Eine Warmwasserheizung, die ja statische Wärme erzeugt, sage ich mal so, nicht mit Warmluft. Wir haben den großen Vorteil, dass die Leute, die zum Beispiel Probleme haben mit Stäuben, Allergien, davon nicht betroffen sind. Und das ist eine Wärme, die sich sehr gut und lange hält. Ne? Ja, das Schöne ist auch, ich zeige mal ein kleines Detail, da ist noch ein Außengasanschluss. Oh. Ist das so? Ja, Außengasanschluss. Oder ist das ein Wasseranschluss, wenn du den mal kurz öffnest? Nee, das ist ein Gasanschluss. Ein Gasanschluss mit drin. Das heißt, ich kann hier einen Grill anschließen außen. Genau. Ja, die alte ist bewährt. Fußbodenheizung ist natürlich gerade für mich, ich kriege immer schnell kalte Füße. Kennst du das im Winter? Absolut, ich auch. Ich kenne keine Frau, die keine kalten Füße hat. Frostbeule so ein bisschen, ich auch. Absolut, ja, absolut. So, wir gehen mal rein. Du hast eben mal ganz kurz reingeguckt. Hat es dir gefallen schon mal? Ich habe reingeguckt und mir hat es auf jeden Fall schon gefallen. Aber die Details, die möchte ich mir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Ja, das ist schön. Man sieht direkt mal hier die Aufbautour. Wenn du mal gerade reingehst, Steffi, und mal auf die erste Stufe innen gehst und dich mal umdrehst, dass man mal sieht, wie breit die Tür ist. Wir haben eine XL-Aufbautür, die ist wirklich sehr, sehr breit, wo auch etwas stärkere Menschen gut durchkommen. Ja, und auch mit dem Vorteil der Zweischließung. Ne? Das heißt, ich habe keinen Flitzebogen, das ist eine sehr sichere Geschichte. Wir haben das Ganze auch über die automatische Öffnungssteuerung. Zentralverriegelung. Zentralverriegelung. Mir fehlten die Worte. Das ist nicht so schlimm. Wenn du mal gerade die zumachst, die Klappe, gerne, dann zeige ich nämlich mal gerade ein kleines Detail. Hier oben ist eine Gasdruckfeder drin, genau. Steffi. Und es gibt nichts Schöneres, wie wenn ein Windstoß kommt und die Tür fällt zu. Ja, das kenne ich. Das ist hier quasi zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber es wird stark gedämpft. Dann wichtig ist, ich kann durchgucken, sehe den Gast schon, wenn einer klopft. Genau, und dann kann ich entscheiden, mache ich jetzt die Tür auf, ja oder nein. Oh. Ich habe alles im Blick. Du kommst ja nicht rein. So. Das Schöne ist, man kann natürlich hier auch, sehe ich gerade, eine kleine Jalousie hochziehen. Privacy. Das heißt Privacy, genau, wenn wir nicht gestört werden wollen. Und ja, so hat man auch in der Nacht seine Ruhe, ja, vor ungebetenen Gästen. Das Schöne ist, die geht doch von unten nach oben. Das hat den Vorteil, dass ich also selber rausgucken kann, die anderen können aber nicht mehr reingucken. Das ist ein großer Vorteil, genau. Da kann ich noch die Nachbarn ein bisschen beobachten. Stechmücken, du bist wahrscheinlich empfindlich dagegen? Ja, absolut. So, wenn du mal kurz schaust auf deiner rechten Seite, da ist ein kleines Fliegengitter drin. Siehst du das? Das ist gut versteckt. Wenn du das mal rausziehst. Ja. Ist das ein Fliegengitter? Andere Seite? Nee, ja, stopp, du! Du hattest keine Schuld, ich war der Blöde. Ich habe es nicht gefunden. Und das kannst du zuziehen und dann kann man im Sommer einfach auflassen. Das ist
ist natürlich toll. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich hier durch den Schutz, den haben wir darauf gemacht, weil ja viele Leute reingehen. Genau, wenn du mal gerade so ein ganz kleines bisschen nur mal aufmachst. Mal gerade mal andeuten, dass wir das haben. Und wenn du es jetzt mal aufziehst, bitte. Das heißt, das Fliegengitter ist sehr leicht, kann man rausziehen. Fahrzeug ist niegelnagelneu, ist quasi mit den Kilometern vom Werk, richtig? Absolut, ja. Aber ich sag mal, ein paar Mal hier auf dem Platz hin und her gefahren worden. Also von da ist es ein neues Fahrzeug. Aber die Leute sollen sich das angucken. Es ist ja eine rein gefühlsmäßige Entscheidung. Ne? Sie gehen rein und sagen, es muss stimmen. Ne? Das Holz, die Farbe, der Stoff, all die Dinge sind wichtig. So, also es hält der erste Eindruck, oder? Ja, und ich habe viele Kunden gehabt, die haben nur Nanosekunden, vor allem die Frauen, gebraucht, einmal reinzublicken und zu sagen, nee, das ist nichts für uns, weil das alles nicht gefallen hat. Also Holz, Farbe, Stoff, all diese Dinge sind natürlich ausschlaggebend. Und wenn einer in einer Möbelschau, und wir betrachten das Ganze ja auch als Möbelschau, deswegen sind ja unsere Fahrzeuge geöffnet, dass die Leute reingehen können und auch müssen. Ja, eine ganz große Markise, da sehe ich jetzt nichts mehr zum Aufrollen, die geht elektrisch. Elektrisch, natürlich. Ja. Also ich sag mal, hier sind alle Wünsche offen, wenn man so will. Ne? Nee, nicht offen. Offen zum Benutzen. Keine Wünsche offen. So ist es, ja. Gut, dass ich die Steffi habe. Ja, vorne sieht man den Eingang. Ich habe es sehr bequem. Ich habe einen Handlauf auf der linken Seite, denn ich sag mal, die meisten Stürze finden ja im Haushalt statt. Das hier wäre ja dann der Haushalt. Das darf nicht passieren. Großer Handlauf, die Schalter direkt dabei. Das heißt, alles schön mit Leder bezogen. Und hier ist schon die automatische Hubstützenanlage. Der stellt sich automatisch gerade. Die stellt sich automatisch gerade. Das heißt, ich habe keine Probleme mit Rumkrabbeln und. Schön, ja. Die wichtigsten Sachen sind schon gleich eingebaut. Ein Fernseher ist mit drin. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Der hat natürlich auch Anschlüsse. Da kann ich auch einen, ich sag mal, Amazon Prime Stick reinstecken und kann da auch Netflix gucken und so weiter. Thema Router ist kein Problem, kann man nachrüsten? Kann man nachrüsten. Twin LMB gibt es serienmäßig. Das heißt also, ich kann auch im Schlafzimmer Satzschüssel. Guck mal hier vorne, Steffi, wenn du mal gerade hier aufmachst. Da rechts, guck mal gerade. Ist es leicht versenkt. Reindrücken fester. Loslassen. So. Und, das ist aber schick. Und jetzt mal aufziehst. Da schätze ich mal, könnte man Schuhe reinmachen zum Beispiel oder irgendwas anderes direkt am Eingang, dass man nicht alles dreckig macht. Ja. Dann darf man aber nur ein paar mitnehmen. Aber nee, man kann die auch übereinander stapeln. Genau, ein Schuhfach oder auch für Pantöffelchen, die man dann überziehen kann. Und hier ist eine schöne Schlüsselablage, finde ich. Oder auch fürs Handy. Da vorne ist noch so ein kleines Fach, wenn du das mal gerade aufmachst, oben drüber. Wir probieren mal alles aus. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, oder? Ja, ich finde das. Guck mal da! Also ist alles versteckt. Das ist natürlich auch da. Ups. Ja, das ist noch alles ganz, ganz neu. Ich liebe das, wenn man alles so zumachen kann, dass die Technik weg ist, wenn man sie nicht braucht. Bei mir ist zu Hause ist es wahrscheinlich wie so eine richtige Frauenwohnung. Da sieht man die Kabel, aber es ist viel, viel schöner und ordentlicher einfach, ne? Wenn man das alles hinter einen Schrank verstecken kann. So, der Fußboden, wenn du jetzt mal hier reingehst, so das erste Feeling, es ist alles sehr hell, sehr weiß. Es ist sehr, sehr hell, sehr weiß. Also, aber auch dadurch finde ich es sehr freundlich, sehr frisch, sehr einladend und wirkt auch größer. Ja, wenn du jetzt errätst, wir haben ja im Heck haben wir ein großes Bett, wahrscheinlich, ja. Ist das die einzige Möglichkeit, wo man schlafen könnte? Was denkst du? Ich bin mir sicher, hier gibt es noch mehr Möglichkeiten zu schlafen. Ich weiß aber nicht, wo. Okay, wenn du dich mal kurz umdrehst und nach oben guckst. Das sieht auf jeden Fall nach einer. Das ist ein Hubbett, guck mal. Matratze aus. Elektrisch. Das heißt, das kannst du runterfahren, wenn du das nicht benutzt. Tagsüber, dann können hier vorne, guck dir mal die Liegefläche an, wie breit die unten ist. Wahnsinn. Das ist alles Liegefläche. Dazu wird aber. Und das. Ja, es kurz vorbereiten, das heißt, da müssen einmal ganz kurz die Sitze umgeklappt werden, dass das Ding auch runter kann. Ja, und hier ist das Hubbett, ich zeig's mal gerade. Kannst du mal andeuten. Man kann also langsam runterfahren lassen bis zu den Sitzen. Aber man kann ja schon auch sehen, wie viel Platz da oben drin ist. Okay, das heißt, ich müsste sie. Man könnte im Prinzip auch reinkrabbeln und dann hier drin liegen, wenn man jetzt nicht so groß ist. Das hat ja auch was von Gemütlichkeit. Das heißt, wir gehen mal hin, wir einfach mal probieren, ob du hochkommst. Ist das möglich? Aber ich zieh die Schuhe aus. Ja.
Das ist ja nagelneu. Leute fragen immer, wie viele tausend Leute sind schon durchgelaufen. Bei den meisten ganz wenige. Außerdem, ihr klebt alles ab. Die Fahrzeuge werden kurz vor der Auslieferung nochmal komplett aufbereitet. Absolut, ja, die werden aufbereitet. Die werden sauber gemacht, gesaugt, abgewischt. Ist ganz klar. Wir gehen auch zwischendurch immer wieder mal rein. Es kann auch mal passieren, dass Leute unvorsichtig sind. Deswegen sagen wir, die möchten natürlich ihre Rucksäcke und solche Dinge auch einfach ausziehen. Ne? Die Verschlüsse hinten, die Klammern, dass da nichts kaputt geht. Denn das sind ja, aber ihr habt da gute Erfahrung mit. Das heißt, die wichtigsten Teile, die sind, genau. Soll ich ja mal die Sitze rumklappen? Genau, also, wenn du mal so lieb bist, die mal rumklappst, dann kann man es ganz runterlassen. Bitte, gerne. So, ein kleines Stück. Steffi, deine Größe heute? Ich bin 1,57 Meter. Das heißt, du bist eine große Frau? Ich bin eine große Frau, genau. So, das aber selbst wirklich große Frauen, die haben hier unglaublich viel Platz. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, ich bin in einem Wohnwagen. Also gar nicht, oder? Man hat gar nicht das Gefühl, dass man in einem Wohnmobil ist, sondern es könnte wirklich ein kleines Apartment sein. Das habe ich... Ich glaube auch ganz wichtig. Also wir schauen es auch gleich mal, wenn wir fertig sind, das Cockpit mal vorne an. Das Fahrzeug hat mich unglaublich geflasht. Ich habe es im Internet gesehen und gesagt, das muss ich mal live gucken. Jetzt fährt es ganz runter. Das heißt, du könntest ganz bequem über die Bank jetzt einsteigen und es legt sich ab. Ich könnte die Sitzpolster theoretisch auch noch zur Seite machen, aber es ist sehr groß. Ich kann alles verdunkeln und ich habe Ablagemöglichkeiten. Ich habe Licht extra zu schalten. Jetzt bitte... Ab ins Bett. Steffi, ab ins Bett. Ich sag schon mal bei Leuten, die sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ich muss da eine Nacht drüber schlafen, dann sage ich schon mal, ich hole ihnen ein Deckchen, legen sich rein und dann schlafen sie darüber, damit ihre Entscheidung schneller geht. Ich lege mich mal hin und wow, es ist total gemütlich. Warte, ich zeig's mal gerade. Du bist 1,60 Meter rund, also kann man das sagen? So, wenn du dich mal ganz ausbreitest, man schläft ja so nicht, muss ich sagen. Und du hast, genau, wenn du es nochmal machst, mach es nochmal. Unglaublich, oder? Viel Platz? Ja, also man hat wirklich richtig viel Platz. Und was ich jetzt total schön, also ich finde es romantisch. Man ist den Sternen irgendwie richtig nah und... Genau, ich zeig mal gerade. Wir haben, wenn keine Sterne, sondern einen bewölkten Himmel, zum Glück. Gut fürs Filmen. Ja. Du hast vorne noch Ablageplätze mit drin. Es ist auch wirklich sehr, sehr hochwertig hier verarbeitet. Man hat auch das Gefühl, wie in einem Schlafzimmer... eine Schlafzimmerkombination zu haben. Es ist so, jetzt stell dir mal vor, die Family, Kinder, drei Stück Zwerge, die könnten ja nicht nur längs schlafen, die könnten ja alle auch nebeneinander schlafen. Quer, ja, wir haben so Leute, die auch so Familienbetten bevorzugen, die haben dann im Heckbereich dann eine große Liege und hier vorne eine große Liege und dann ist das also genügend Platz auch für Kleinkinder, sag ich mal. Ne? Fallschutz ist natürlich selbstverständlich. Zeig mal bitte. Ist dabei. Wahrscheinlich da unten drunter, unten oder? Drunter, ja. So. Der liegt hier drin. Der liegt da drin, okay. Kriege ich im Moment nicht raus. Ist also nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist das serienmäßig. Alle Wünsche sind hier erfüllt, die man sich erfüllen kann. Ja, sehr schön, ja. Dann, bitte? Die Matratze ist auch sehr bequem. Ist bequem. Die ist wirklich sehr bequem, ja. Ja, man kann ja noch so einen kleinen Topper drauf machen, wenn man das möchte. Kann man auch, aber ich glaube, das braucht man gar nicht hier. Was ganz cool ist hier, wir haben hier so ein Wandsystem, das heißt, es fährt stufenlos runter. Der Vorteil ist, du kannst die Plümos und Decken alle liegen lassen. Du fährst das Ding hoch, du musst nicht jedes Mal das Bett machen. Das ist auch sehr bequem. Gerade als Frau möchte man im Urlaub doch auch mal entspannen. Und wenn ich... Ich zeig dir gleich mal, wo du entspannen kannst. Denn dein Reich wäre nämlich hinten. Okay. Da hast du einen eigenen Bereich mit eigenem Bad. Bums. Hat aber nicht wehgetan, denn oben ist alles beledert. Das ist auch ganz interessant. Genau, es ist gepolstert. Das hat nicht wehgetan. Selbst wenn ich mich mal stoße, ist das nicht schlimm. Wobei der Polster hat natürlich einen Hintergrund. Das heißt also, wenn Leute hier schlafen, die Atemluft fängt sich in dem oberen Deckenpolstern und kann dann im Laufe des Tages einfach... wieder rausdampfen. Ne? Das heißt, wir haben also hier nicht irgendwo Schwitzwasser, was sich hier niederschlagen kann. Das findet bei den hochwertigen Fahrzeugen, ist das also im Prinzip Standard. Die Ledernähte hier vorne, das ist so ein Kunstleder, das kannst du 10.000 Mal abwaschen. Unglaublich strapazierfähig. Nein, das ist kein Kunstleder, das ist echt echtes Leder hier. Ja, das ist echt Leder und interessanterweise ist es schwarz gesteppt und das finde ich zum Beispiel sehr gut, weil bei denen, die weiß gesteppt sind, hat man immer an den Stellen, wo man dann berührt, irgendwann die Steppnähte in schwarz. So, und alles andere ist weiß und hier hat man darauf geachtet. Also ich sag mal, das ist mir aufgefallen. Ich habe ja jahrelang Innenarchitektur gemacht und habe gedacht, naja, also da haben Leute wirklich sich Gedanken gemacht, die eigentlich gut sind.
Wenn du mal gerade so liebes Mal Vollgas gibst, was das Licht angeht, ja, dass wir mal alles mal anmachen, was hier geht, denn das Thema Ambientebeleuchtung, du siehst, du hast da oben so eine indirekte Beleuchtung. Mhm. Also das, hier ist die Beleuchtung oder auch hier. Und ich finde das dadurch sehr stylisch, muss ich sagen, sehr modern, aber auch gemütlich. Ja, die Vorhänge, auch da habe ich keine normalen Gardinchen mehr, sondern das kennt man, das sieht auch gut aus, ganz modern. Also, ja, hier eine kleine Übergardine in einer anderen Farbe, dass sich das also farblich abhebt. Sieht auch super stylisch aus, finde ich. Ja. Und also es hat wirklich gar nichts mehr von so einem altbackenen Wohnmobil von früher. Es ist wirklich ein schickes, kleines Apartment auf Rädern. Steffi, wenn du mal kurz rauskommst, dann fahren wir das Hubbett nochmal hoch. Da wäre die Kaffeemaschine. Da wäre die Kaffeemaschine. Direkt mit Steckdose oben drin. Stark. Und der Vorteil hier bei der Küche kann man sehen, das ist alles in einem Korean-ähnlichen Material. Das ist also diese Verbundwerkstoff mit Harz und mit echten Stein, wenn man so will, ein Steinmehl, das zu diesem Korean-ähnlichen Material verarbeitet wird. Hält. Hält. Da kann ich Nagellackentferner benutzen, da kann nichts passieren. Das kann, wenn es mal verkratzt ist, aufpoliert werden. Das ist ganz, ganz, ganz hochwertig. Ne? Sag mal oben drin. Der Möbelbau ist für dich okay? Der Möbelbau ist sehr, sehr gut. Wir haben hier hochglanzbeschichtete Flächen. Wir haben hier rutschfeste Zwischenböden. Das ist eine Kante. Ja. Wenn man mal hier hinterfasst, ich sag mal so, da fühlt man keine Klebe. Stoffe von den ABS-Kanten, sondern das ist wirklich sehr hochwertig verbautes Möbel. Ne? Schau mal da eine Dunstabzugshaube. Hast du drin? Super, also ich habe auch gerade gesehen, Gasherd. Ich liebe es, auf Gasherd zu kochen, weil ich das Gefühl habe, das schmeckt viel, viel besser. Es sieht auch wirklich, sieht Hammer aus. Ja, sieht wirklich toll aus. Zwei große Flammen. Wobei die meisten sagen, wir brauchen überhaupt keine drei Flammen. Wir kommen mit zwei Flammen auch aus. Ich sag mal so, das, was stinkig ist, das macht man ja gerne auch draußen, entweder im Grill oder auf einer Pfanne oder was weiß ich, wenn ich mal Fisch brate, möchte ich den nicht unbedingt hier haben. Aber möglich ist alles durch die Dunstabzugshaube. Und die hat den Vorteil, dass die das also nicht nur umwälzt, sondern auch nach draußen transportiert. Hier haben wir nochmal so eine Auflage, wo ich eine heiße Pfanne, heißen Topf draufstellen kann. Das ist übrigens draußen, wenn man nochmal zurückspult jetzt auf dem Video, für Leute, die es auf YouTube gucken, da war eine Öffnung drin und das ist tatsächlich die Öffnung hier von der Dunstabzugshaube. Das ist die Öffnung von der Dunstabzugshaube, ja. Das heißt also keine Umluft. Ich mache mal gerade eins, wenn du mal gerade so lieb bist, wir zeigen gerade nochmal das Hubbett, wenn du es nochmal hochfährst. Ja, gerne. Genau, dass wir einmal mal kurz zeigen, wie sich jetzt der Raum entwickelt, Steffi. Mhm. Guck mal. Und Ade, Bett. Auf Wiedersehen, Bett und Bettwäsche. Und schon ist alles wieder aufgeräumt. So, und jetzt kommt es nämlich gleich noch viel besser. Da vorne ist nämlich noch eine kleine Kante. Siehst du die da oben aus Stoff? So, dass wenn irgendwelche Auflagen drauf wären, auch die verdeckt sind, dass man nichts sieht. Ja, super. So, und jetzt, man kann die Sitze vorne drehen. Hast du es gewusst? Das habe ich nicht gewusst, nee. Also du kannst die Sitze komplett in den Raum reindrehen, die integrieren. Das ist ja spannend, dass ich im Prinzip hier eine große Sitzecke dann habe. Genau. Das ist ja klasse. So, er macht das mal gerade. Da muss man einmal normalerweise immer mal kurz hin und her juckeln einmal. Oder einer fährt und die anderen haben hier das Dinner oder den Spieleabend. Das funktioniert auch. Bei der Größe, sag ich mal, muss man gar nicht so viel hin und her juckeln. Geht, oder? Ja, das geht wunderbar. Weil bei kleineren Fahrzeugen habe ich dann schon das Problem, dass ich dann manchmal ein bisschen nach vorne gehen muss und dann einfach rumkommen muss. Also hier. Das Hubbett ist so gut integriert, dass man es gar nicht vermutet. Man bemerkt es gar nicht. Also hättest du nichts gesagt, hätte ich hier jetzt nicht wirklich ein Bett vermutet. Ja, das ist wirklich toll. Irre. Ja, das ist. Die Sitzecke, die ist auch wirklich groß. Ne? Also man hat echt viel Platz. Selbst für, ich bin ja jetzt sehr klein, aber selbst Menschen, die ein bisschen größer sind. Du bist ja auch größer. Wie groß bist du? Ich knapp 1,80, 1,79, glaube ich. Mit zunehmendem Alter wird man ja immer kleiner. Ach was? Ja, absolut. Ist das so? Ja, absolut. Ja. Und demnächst brauche ich nur noch mit dem Kastenwagen fahren, weil die Größe bräuchte ich dann gar nicht mehr. Aber das ist schon sehr schön. Das ist schon hier. Luxus. Ja, absolut. Ein bisschen Luxus kann man sich ja noch gönnen. So, ich zeig mal was. Das Fahren. Zeig mal.
Der Tisch ist dann eben halt verstellbar, hin und her zu schieben. Ich zeige euch beide mal, ihr seid da so schön am Rundtoteln. So, da könnte jetzt auch ein Kaffee stehen, wenn man mal kurz anhält. Da könnte jetzt auch ein Kuchen stehen, denn hier ist alles drin, auch ein Kühlschrank, großes eingebaut, das schauen wir uns gleich mal an. Und das wäre so die Position, man kann mal eben anhalten und Kaffee trinken. Ganz genau. So, wenn ihr jetzt mal gerade so lieb ist, das mal verstellst mit dem Tisch, dass man mal sieht. Das heißt quer, längs, überall. Also ich kann mir natürlich den Weg besser begleiten oder ermöglichen, wenn im fahrbereiten Zustand, ne, wenn auch also hier noch weitere Personen sitzen, dann ist es dann ein bisschen einfacher, das Ganze zu verziehen. Ne? Auch hier die Fläche, Hochglanz, das ist schon, hat schon einen gewissen Stil, sag ich mal so. Ne? Ja. Toll ist auch hier die kleinen Stickereien, die drin sind. Das ist ganz hochwertig gearbeitet. Wir sprechen hier im Moment Hauspreis 249.000 Euro mit einer Smart Garage. Genau, der ist sonst, glaube ich, über 40.000 Euro teurer. Also fast 300, kann ja, man sagen. Ja, also ist schon über 300. Ne? Aber ja. Ich sag mal, so Fahrzeuge suchen sich ja ihren Kunden, ja. Sag ich mal so. Ne? Das ist tatsächlich so. Ne? Und es erschließt sich jetzt auch Corona-bedingt immer mehr, dass Leute hinkommen und auch Fahrzeuge haben wollen, die vorher vielleicht überhaupt nicht an Camping gedacht haben. Ne? Und wenn man jetzt überlegt, dass man so als Familie zusammen sein kann, ohne dass was passiert, ist das ja eine gute Alternative. Ne? So, ich zeige mal gerade, das ist das Cockpit. Wir haben hier ein richtiges Nutzfahrzeug drunter, ein Iveco Daily mit 210 PS mit dem 8-Gang Automatikgetriebe. Im 9-Gang Automatikgetriebe ist er. Genau. Nee, der da hat wirklich 8. Ach so. Das hat was damit zu tun. Ah, ja, das ist Iveco. Iveco? Ja, ja. So, genau. Und aber das, was du meinst, ist der neue Fiat. Der Fiat, genau. Nämlich ZF hat auch ein 9-Gang Automatikgetriebe. Das ist das, was du meinst. Das ist in den neuen Fiats drin. Genau. Und das wird unglaublich oft verkauft. Absolut, ja. Und wobei sich viele auch immer scheuen, da diesen Mehrpreis auszugeben für die Automatik, für den höheren Motor. Aber der Mehrpreis ist auch ein Mehrwert. Wenn man also unterwegs ist mit so einem Fahrzeug und kommt dann in den Stau, ist das andere doch viel bequemer. Einfach mal Gas, Bremse und immer schön weiterzufahren. Denn der Urlaub soll ja hier auch mit so einem Fahrzeug entspannend beginnen. Was ich noch nie gesehen habe, ist der Daily mit dem Original-Cockpit, der integriert ist. Normalerweise haben ja die Vollintegrierten das nicht angebaut, sondern die bauen das selber komplett auf. Das ist hier das Original-Cockpit. Das steht dem Auto sehr gut. Ja, und ich sag mal so, es ist mit dem Multifunktionslenkrad sehr griffig, verstellbar natürlich in Höhe und in Neigung. Genau, wenn du kurz zeigst, da unten ist ein Hebel. Ich kann also hier die Höhe verstellen, die Neigung verstellen. Das ist schon ganz, ganz praktisch. Viele Ablageflächen, viele Stauräume, also alles das, was man so unterwegs als Kram hat, den man irgendwo benötigt. Da vorne ist USB überall drin, HDMI ist mit drin, das heißt, ich kann hier noch eine Quelle anschließen. Ich habe eine elektrische Parkbremse mit drin, das ist bei dem neuen Iveco. Auch hier habe ich die Stickereien, guck mal hier. Sehr edel, sehr, sehr edel. Und was ich, wenn ich jetzt hier vorne bin, ich finde es total übersichtlich. Also ich hätte jetzt überhaupt keine Angst, mit so einem Fahrzeug zu fahren. Ein Riesenfenster, gell? Ein Riesenfenster ist und ja, man hat einfach einen tollen Überblick. Ich sage mal, die Landschaft, die fliegt so an einem vorbei. Ja. Ne? Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich finde, das ist so ein bisschen 16:9. So in Fernsehbetrachtung, dass man dann hinterher jetzt einmal, wenn man durch Schweden fährt, da erschließt sich doch eigentlich so eine Landschaft. Das ist einfach traumhaft. Ne? Das ist Fahren. Viele, viele Jungs, also ich sag mal, du bist ja auch ein Junge, die lieben ja LKW fahren. Ja, also jetzt sag ich mal so, es ist für viele ja ein Abenteuer. Also dieses Fahren ist ja, das ist ja das eigene Raumschiff, mit dem man in dem Campingweltall unterwegs ist. Ne? Und wenn man dann irgendwo auf dem Stern, Klammer auf, Campingplatz, Klammer zu, landen kann, sag ich mal so, dann sind Leute schon ganz froh, dass sie hier ihr eigenes Cockpit haben. Ne? Ich zeig mal ein kleines Detail. 1,60 Meter knapp. Du kannst ganz bequem drunter durchlaufen unterm Hubbett hier vorne, wenn du noch mal kurz kommst. Also ich stehe unter dem Bett und habe immer noch Platz. Hast du immer noch Platz? Genau. Ja, auch die Fenster sind elektrisch an der Seite. Das heißt, kurioserweise, ich habe auch immer noch Platz. Ja, ne? Das auch noch Platz. Ja, ja, das muss man ja auch mal sagen. Meter, ne? Was bist du? Knapp 1,80, also 1,78, 1,79, so in dieser Richtung. Also ich sag mal so, der 2-Meter-Mann muss sich leicht bücken, aber wir haben innen eine Höhe von 2 Meter. Also das ist schon
für Leute, auch für die Dusche, aber da kommen wir ja nachher noch zu. Genau, wenn ihr mal so lieb seid, mal ganz nach hinten geht, ins Bad mal rein. Ich zeige mal gerade das Raumgefühl, dass man das sieht, bevor wir dann anschließend mal zur Küche kommen und das mal zeigen. Also hier ist der Fahrersitz in einem schönen Leder mit drin. Das Ganze ist von Istri und dann habe ich hier eine große Sitzbank mit dem verstellbaren Tisch. Ich habe hier eine kleine Sitzbank für Face-to-Face. Hier kann ich dann sitzen. Hier habe ich den Beifahrersitz ganz groß. Ja, es ist der Le Voyageur 9.3 GD. Und hier unten sieht man, alles ist eben, bis auf die kleine Fläche hinten. Das heißt also, ganz hinten geht man dann hoch und steigt dann quasi nochmal ins Bett rein. Das können wir gleich mal zeigen. Also richtig viel, viel Platz. So, hier unten hat man noch ein Staufach, wenn du mal so lieb bist, mir das mal zeigst. Jetzt trage ich die Folie ab. Ja, wir machen sie gleich wieder drauf. Machen wir gleich wieder drauf, genau. Und Weihnachten. Das Schöne ist, ich habe ja lange Nägel. Selbst für lange Nägel ganz einfach zu bedienen. Und dann ja, kann ich das hochziehen und habe, ja, Wahnsinn. Okay, das heißt, ich komme von außen ran. Nee, bei dem jetzt nicht, aber da würde jetzt ein ganzer Bierkasten reinpassen oder ein Wasserkasten. Ein ganzer Wasserkasten und ja, jede Menge Schuhe. Genau, die Frauen denken an Schuhe. Männer denken an Getränke, aber es ist ein sogenanntes Wertgefache, sage ich mal so, dass man da auch mal Dinge reintut, wenn man dann Teppichboden hat, wo man im Prinzip ja auch mal ein paar Wertgegenstände. Die Rolex. Die Rolex, die Kamera und was weiß ich. So, hier vorne habe ich das Bedienpanel mit drin. Hier ist das Hubbett elektrisch. Das kann man abschließen, damit die Kinder nicht spielen. Da ist die alte Heizung mit drin. Hier habe ich das Multifunktionspanel mit drin. Hier an der Seite ist der Batteriecomputer von Büttner. Und ja, ganz rechts ist die SAT-Anlage mit drin. Das heißt, die geht vollautomatisch? Vollautomatisch, natürlich. Wie gesagt, mit dem Twin-LMB, der auch möglich macht, zwei Programme unterschiedlich an unterschiedlichen Stellen zu schauen. Ne? Ja, das sieht man. Also der erste Fernseher nochmal, wenn du mal kurz aufmachst nochmal bitte. Nee, den Fernseher. Fernseher, genau. Steffi, erster Dreh heute mit mir. Ja, erster Dreh, aber mir macht Spaß. Langsam. Ne? Läuft. Okay. Nee, es funktioniert, würde ich sagen. Stark. Das heißt, ich sitze jetzt hier, kann jetzt hier gucken. Und kann jetzt ganz bequem hier von allen Stellen schauen. Ja, Küche, Steffi, wobei bitte. Beim Fernseher muss man sagen, der ist ja natürlich auch noch schwenkbar. Also ja. Von daher, der ist jetzt nicht so fest installiert. Ne? Ja, kann man rausziehen, schwenken. Eine Schwenkeinrichtung, die ich dann entsprechend rausnehmen kann. Ne? Kann ich die Kochsendung beim Kochen gucken? Ja. Zum Beispiel. Küche, Steffi, stell dich mal kurz in die Küche. Du gehst mal gerade einen Schritt zurück, denn du könntest jetzt als Mann einfach mal sagen, tschüss, da gibt es eine Tür. So, die ist natürlich jetzt nicht so gut erreichbar durch den, aber die ginge zu, wenn jetzt unten die Folie nicht drauf wäre. Und man hat richtig viel Platz. Also was mir sofort aufgefallen ist, man hat überall so kleine Fächer. Also hier hat man erstmal sehr viel Platz. Hier für die Küchenrolle, kleine Ablagefläche. Und also ich bin total begeistert von dem Gasherd, muss ich sagen. Und hier, weiß nicht, ist das eine Mikrowelle oder sogar ein kleiner Backofen? Das ist eine Mikrowelle. Ist eine Mikrowelle, okay. Das ist eine Mikrowelle. Und ich gehe mal davon aus, dass hier ein Kühlschrank ist. Wobei, ich muss mal eben gucken, ja, die Mikrowelle hat sogar einen Grill. Ja. Sogar einen Grill mit drin, warte, ich zeig's mal. Also, das heißt, ich könnte hier auch. Ich kann was grillen. Pizza. Klar, eine Pizza oder ich kann. Irgendwas auftauen. Genau, da ist der Kühlschrank. Jawohl. Wow. Ein Kühlschrank und auch ein Tiefkühlfach. Ja. Ist das okay für dich, von der Größe? Das ist wie zu Hause. Das ist wie zu Hause. Das ist tatsächlich wie zu Hause. Dometic. 190 Liter. 190 Liter. Wahnsinn, hier passt einiges rein. Für die Steffi. Familie. Und hier unten haben wir, glaube ich, auch noch ein Fach. Ich guck mal. Oder nee, das ist Design. Nein, eine Blende. Das ist Design. Okay. So. Wow. Ich habe eine kleine Bitte. Du hast gerade eben probiert, das haben die Zuschauer schon gesehen, du hast probiert, dort das zu öffnen. Du musst immer, guck mal, die sind unverriegelt. Wenn du das rausmachst, dann gehen sie auf. Und das ist der Mülltrenner. Wahnsinn. Hier wird sogar der Müll getrennt. Hier ein Gemüsefach oder Gewürzfach oder ja,
Also es ist wirklich wie fast wie zu Hause, würde ich sagen. Ne? Eine kleine Pantry-Küche wie in einer Single-Wohnung. Genau, wenn du mal so lieb bist, da mal aufmachst, oben drüber. Das Ganze ist indirekt beleuchtet. Ein Besteckkasten. Auch sehr groß, auch genau wie zu Hause. Ja. Und unten drunter. Unten drunter. Gucken wir mal. Ja, damit auch nichts rumfliegen kann, hat man so einzelne Einteilungen für die Töpfe und Co., die man machen kann. Unten drunter, was ist da? Die Leute lieben es, da reinzugucken. Absolut. Ich auch. Ich finde das toll. Das ist wie Also wie in einer Küchenausstellung irgendwo, da wird immer alles wird aufgemacht. Die Leute wollen reingucken. Ich finde, das ist auch wirklich so. Ich bin auch gerne, wenn ich woanders bin, dann gucke ich auch gerne in Schränke. Das ist nicht so gerne gesehen. Deswegen finde ich das toll, echt? Dass ich heute in alle Schränke gucke. Ach so, ich verstehe. Das heißt, wenn du jetzt bei jemandem zu Besuch bist, du schaust mal auf dem Klo mal rein, was er so hat? Ich gucke gerne in fremde Schränke oder auch hinter fremde Türen. Und deswegen finde ich das toll, dass ich das heute sogar darf. Steffi. Interessant, gut, dass wir ja alles leer haben. Ne? Weißt du, was ich glaube, Steffi? Auf der rechten Seite war nicht der Müll. Da waren eventuell, ich sag mal, Sachen, die man sammeln kann. Zum Beispiel Unterwäsche oder Wäsche. Oder nee, nicht unbedingt Wäsche, sondern oder Flaschen. Ja, man könnte jetzt hier das als wie bei einer gelben Tonne benutzen. Aber man könnte ganz genauso gut auch Gemüse reintun, was also zum Beispiel luftdurchlässig sein darf. Ja, man kann das hier, glaube ich, man kann es auch rausnehmen. Rausnehmen, genau. Und dann kann man das, das ist wahrscheinlich auch waschbar, ne? Das Absolut. Material, genau. Absolut. Sehr schön. Ja, die haben sich was dabei gedacht. Hier vorne sieht man ein Mülltrennsystem, direkt drei Stück dabei. Wir sind in Frankreich, da gibt es drei Säcke, orange, grün und blau. Wer sich auskennt, ich wohne ja in Frankreich, der hat jetzt nur zwei, aber einen ganz großen. Das ist also auch ein Vorteil, bei den kleinen kriegt man nichts rein. Oben drüber ist noch ein Auszugsfach. Da kann ich auch noch Sachen verstecken. Stauraum kann man nicht genug haben. Absolut. Und ich sag mal, gerade im Küchenbereich ist das sehr wichtig, dass man das hat. Und die Leute wollen ja also ihre Gewohnheiten von zu Hause mitnehmen, ne? Zum Beispiel auch die Mülltrennung. Was man noch erwähnen muss bei diesen Schubladen, es sind hochwertige Beschläge. Ne? Also meines ist Hettich. Blumen, ja, es sind hochwertige Rollenführungen. Das merkt man auch, wenn man also das in die Hand nimmt. Die Haptik ist sehr genau, ja. Und das ist natürlich, habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist natürlich wow. Schön. Das ist natürlich auch toll. Dieser Apothekerzug, ja. Wo ich da... Unten auch für die Flaschen, das heißt, da kann ich was reinmachen. Und hier kann ich Gewürze, was weiß ich, Dosen, alles reinmachen. Stabil. Hundefutter, Weinflaschen. Hundefutter, ja, der Hund, das ist natürlich... Es kommen so viele Leute zu uns, die Hunde haben. Mhm. Und die tatsächlich hinkommen und sagen, ja, wenn ich dann frage, für wen soll das denn sein, wie viele Personen, dann sagen sie mal zwei Erwachsene, ein Hund. Dann weiß ich genau Bescheid, worauf ich achten muss, dass der gut sich ablegen kann. Ich frage dann meistenteils auch, welche Größe. Naja, wir waren ja auch mal Hundebesitzer. Mhm. Also von daher können wir das Leid und die Freude ja auch teilen. Ich habe drei Stück. In ganz vielen Hotels sind wir nicht so gerne gesehen. Das ist schwierig. Obwohl die ein bisschen kleiner sind. Du kennst das. Ich kenne das, ich habe auch Hunde. Was für die sind welche? Klein. Mischling, so ein ganz wuscheligen und eine französische Bulldogge. Ah, okay. Genau. Sehr schön. Aber die sind auch auf Zack und ja. Ja, wir hatten Whistler. Ungarischer Jachthund, sehr sensibel. Und wenn die Leute gefragt hat, was macht euer Hund? Ich sag mal, Anton, der sitzt zu Hause und spielt Klavier, weil die Sensibilität eines solchen Hundes konnte man nur so deutlich machen. Der Whistler, dem ist immer kalt im Winter, ne? Absolut, ja. Das sind die sind schmal und frieren sehr schnell und was weiß ich ja mal. Jackenmäntel gibt's da. Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Dann sind wir eher mit ihm laufen gegangen, dass er in Schweiß kam und das hat ihm sicherlich besser getan als diese Jacken- und Mäntelgeschichte. Ich habe eine ganz schlimme Nachricht für dich. Du musst unbedingt mal diese Folie runternehmen. Wir müssen da mal zumachen, dass wir mal ganz kurz zeigen, wie das geht. Denn die Vereinzelung ist ein großes Thema. Ich kann nämlich da hinten schlafen extra, kann vorne schlafen. Und wenn jetzt einer schnarcht als Beispiel. Es gibt ja schon mal Männer und Frauen, wenn die mal ein Gläschen Rotwein getrunken haben, dann fangen die an zu schnarchen. Und guck dir mal das Design an von der Tür. Das sieht aus wie im Apartment. Sieht richtig schick aus. Sieht sehr, sehr edel aus. Roland! Aber der Vorteil ist ja, es ist eine zweite Tür. Und wenn man die beide jetzt geschlossen hat, dann habe ich hier ein Raumbad auf der einen Seite und habe aber auch noch eine gewisse Schallisolierung. Ne? Wenn ich dran denke, vorne schläft jemand und hinten schläft jemand. Das ist schon ganz schön. Und ich finde dieses Design ganz schön hier. Ne? Ja, es ist so unglaublich modern.
Ich kann beide zumachen, kann mich dann trennen. Absolut. Da vorne kann einer leise Fernsehen gucken, das hört man dann da hinten gar nicht. Und hier habe ich dann die Einzelbetten. Wir gehen gleich mal aufs Bad ein, dass wir das mal zeigen. Aber so das Bett, liebe Steffi, walte mal deines Amtes, 1,60 Meter. Ich darf wieder ins Bett. Du darfst wieder ins Bett. Ups, Entschuldigung. Das ist wie im Hotel, oder? Das ist wirklich wie im Hotel. Fast schöner, muss ich sagen. Weil hier kann man auch wieder die Klappe. Ich bin eine kleine Romantikerin und finde ich das so schön, wenn man hier in den Sternenhimmel schauen kann oder wenn es regnet. Echt, du bist eine Romantische? Ich bin eine Romantische. Stark. Ja, und dann kann man sich hier hinlegen. Mach mal bitte. Ja, so ganz leicht, wenn genau, so ganz kurz. Wird schon einmal schauen. Ja, und die Betten sind auch wirklich groß, ne? Also selbst ein großer Mensch, der hätte hier Platz. Wenn ihr mal den Knopf da oben benutzt. Welchen Knopf? Der unter dem Schrank ist so ein Schalter, der vordere Schalter. Der vordere Schalter? Nee, nicht in der Mitte. Ja. Nicht in der Mitte. Das ist Licht und dann den anderen Schalter nach links. Nee, den? Den, ja. Ja, genau. Dann? Oder rechts? Nee, du kannst das Bett zusammenschieben. Ja, du kannst die elektrisch zusammenschieben. Steffi, mach mal. Vielleicht. Ich hatte schon gedacht, das ist eher so für Singles. Nein. Was machen denn so die frisch Verliebten? Das ist. Achso, der Vorteil ist, wenn ich jetzt einen Kumpel habe, ich habe jetzt eine Tour mit dem Motorrad zum Beispiel, da kann ich auseinandergehen. Auseinandergehen. Und das ist für den Kuschelfaktor, ne? Wo viele Leute dann auch sagen, wie Einzelbetten. Und dann muss man auch sagen, entweder hat man innen eine Auslage oder hier ist es so, dass man beide Betten entsprechend zusammenschieben kann. Das ist aber toll. Tolles Detail, oder? Ja. Das finde ich, also das ist wirklich schön. Und wenn man sich gestritten hat, dann macht man Seite, das. Ja, genau. Dann kann man dann wieder sagen, nee, Schatz, also, genau, also so, jetzt mit dir ist heute Schluss, nicht. Jetzt schlafe ich auf meiner Seite. So ist das. Ja, cooles Detail. Das heißt, also auch hier kann ich zumachen. Das heißt, wenn ich mal Besuch habe hier vorne, stehe jetzt hier, dann will ich es ja ordentlich haben, dann mache ich einfach die Schlafzimmertür zu. Genau. Und dann? Und ich kann auch diese Tür dann entsprechend zumachen. Wenn ich jetzt auf Toilette bin zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich ein Raumbad mit allem drum und dran. Und vor allen Dingen, ich sag mal, ein Hotelzimmer kann nicht besser sein. Auch hier wieder mit dieser koreanähnlichen Fläche. Aber das Waschbecken ist integriert in diese Ablage. Also das ist schon sehr schön. Und das Highlight an dieser Geschichte ist das hier. Die Waschmaschine. Die Waschmaschine. 4 Kilo Waschmaschine. Eine Candy. Also, ich sag mal, man muss nicht unbedingt die Unterhosen sammeln, die kann man auch waschen. So, stark. Eine Waschmaschine ist drin, hast du gesehen, Chef? Ja, die habe ich gerade gesehen, das ist auch irre. Wobei, im Urlaub möchte ich ja nicht waschen, aber sollte man mal wirklich... Nee, das ist wirklich klasse mit der Waschmaschine. Es gibt aber Leute, die nehmen so ein Fahrzeug ja eben nicht nur für 3 Wochen, sondern die sind 3 oder 4 Monate unterwegs und brauchen das also als Wohnungsersatz, wenn man so will. Ne? Ich habe eine ganz große Bitte, Steffi. Wenn du mal gerade hier reinkommst und ich setze mich mal an die Stelle, wo du gerade bist, dann kann ich das Bad ein bisschen besser zeigen, dass wir das mal gerade sehen. Also hier war nochmal der Schlafbereich. Jetzt mal ohne Steffi, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Und da sieht man also 2 Betten, man hat Schränke hinten drin, das ganze Ablagen mit drin. Ich habe überall Steckdosen mit drin, wie ich das brauche, 2 große Fenster. Hier oben habe ich noch eine, sag mal, große Entlüftung, die ich kurbeln kann. Und ja, ich habe einen sehr bequemen Einstieg, der wirklich keine steilen Stufen hat, sondern das kann man gut begehen, gell? Das kann man sehr gut begehen, egal mit welchen Schuhen und zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und vor allen Dingen, in welchem Alter? Es gibt ja viele, die dann einfach sagen, ach ja, das ist für mich ja auch im Alter noch zu bewältigen, 3, 4 Stufen. Das ist ja durchaus kein Problem. Ne? So, ich gehe mal kurz hier vorne rein, dann zeige ich hier noch ein kleines Detail. Hier vorne hat man noch mehrere Schränke, kann ich Ablagen haben. Hier kann ich zum Beispiel auch mal Schuhe reinmachen, die ich brauche. Oben drüber habe ich noch einen großen Schrank. Steht etwas schräg, er steht nicht auf Hubstützen im Moment, vielleicht als Hinweis. Da sieht man auch, wie leicht das rollt. Es rollt direkt rein. Genau, aber es... knallt nicht zu, ne? Das sind ja diese Soft-Close-Geschichten überall. Ne? Und hier habe ich auch nochmal sehr viel Platz. Gut, jetzt ist das Bett auch rübergezogen, muss man auch fairerweise sagen. Genau. Habe ich nochmal 2-mal Platz und das gleiche auf der anderen Seite. Und ja, klasse. So, ich gehe mal kurz hier vorne hin. Das Wichtigste ist bei Frauen Hanging Garment, der Kleiderschrank. Der ist jetzt, ich sag mal, okay für dich? Ist schon ein bisschen klein, aber... Ja, auf Reisen. Ja, es gibt ja 2 und drunter ist ja noch einer. Das ist okay, auf jeden Fall. Also doch, hier hat man und ein Tresor. Wirklich Platz. Und ein Tresor. Und ein Tresor, genau.
So, der Tresor hat auch ein Bartschloss, das heißt also nicht diese Elektronikschlösser, die man so schnell aufkriegt. Das heißt, hier bräuchte ich schon einen Winkelschleifer, um den aufzumachen. Absolut. Und Zeit. Absolut. Ja gut, du lachst, aber es gibt so Bedienungsanleitungen, wie man solche Codeschloss-Tresore, die einfachen, einfach durch Draufschlagen aufkriegt. Ich habe das gestern gezeigt. Der stand da, war mit dem Mund offen. Weil wenn du einfach nur oben drauf haust, dann springt der Hebel hoch und kannst du einfach auch machen. Was gewusst? Nee, das wusste ich nicht. Alle Hotel-Safes? Nee. Doch, das gibt's im Internet. Kannst bei YouTube nachgucken. Guck mal hier, der ist beleuchtet, wenn du aufmachst. Das finde ich super, genau. Gerade auch, ups, wenn man im Dunkeln was sucht. Das richtige Outfit. Toll. So, ich gehe mal kurz hier vorne hin. Dann kann ich das Bad mal ein bisschen besser zeigen. Ist das groß genug für dich, das Waschbecken? Das Bad ist groß genug, das Waschbecken auch. Das Reinigen von dem Waschbecken, was denkst du? Ich glaube, das ist total easy, ne? Das Waschbecken zu reinigen. Also hier von der Oberfläche, das sieht wirklich so aus. Und man sieht nicht alles. Das finde ich ja auch immer. Manchmal sieht man dann so die Wasserflecken. Und ich glaube, hier sieht man auch nicht jeden Spritzer. Ja, und wie gesagt, dieser koreanähnliche Werkstoff hat ja ganz große Vorteile, ne? Also ich kann Nagellack... kann drauf, ich kann mit Nagellackentferner rangehen, es kann nichts passieren. Das ist also eine ganz sichere Angelegenheit. Mhm. Schön auch die indirekte LED-Beleuchtung. Mhm. Überhaupt, LED ist ja mittlerweile etwas, was in den Fahrzeugen verarbeitet wird. Die haben ja im Grunde genommen bei der Fahrzeugtechnik Lichtrevolution reingebracht durch diese Konturbeleuchtung und so. Das ist schon toll. Es wirkt sehr elegant dadurch. Es gibt große Schränke, wenn du mal kurz da drauf drückst, ich nehme an, dass man den Spiegelschrank auch mal öffnen kann. Ja, ziehen, drücken. Ah. Da ist er. Ah, es gab eine Verriegelung, wenn du mir das mal kurz zeigst. Ja, das ist die Verriegelung. Hier ist ein... Okay. Genau. Das heißt, das hält auch. Und hier oben habe ich denn alles das, was ich brauche. Was würdest du zum Beispiel reinstellen? Ich Parfüm, Make-up, Zahnputzartikel, Bodylotion. Auf der rechten Seite ist ein Schrank. Also der Schrank, der wird definitiv voll. Und hier ist auch noch Platz. Also hier ist wirklich so viel Platz, hier kriegt man alles rein. Ja. Ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Du hast eben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt aufzumachen, hast du gemerkt? Ja, das liegt daran, darunter sind im Prinzip solche kleinen Puffer drin. Mhm. Und das zieht sich so ein bisschen zu, damit es nicht klappert während der Fahrt. Genau, ja. Und das ist der Grund, warum man manchmal, es gibt so einen Trick, einfach kurz draufhauen. Dann geht es meistens auch. Das ist hier gar nicht notwendig. So, und das finde ich aber auch schön. Dadurch hat das auch nochmal einen ganz anderen Style. Genau, fest reindrücken. Fest rein. Ich bin zu schwach heute. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Könnte auch tatsächlich ein bisschen haken, aber manchmal muss man das noch machen. Soft Close auch hier. So, dann habe ich hier die Ablagen. Dann habe ich hier noch große Fächer. Da ist nichts, aber da. Ja gut, da wäre jetzt die Waschmaschine. Das ist klasse mit der Waschmaschine. Ja, ich habe auch eine drin, muss ich sagen. Ich habe sie so oft benutzt mit meinem Sohn, weil du kannst einfach mal, stell mal vor, es passiert wirklich mal was, Handtücher. Man will ja keine 1000 Handtücher mitnehmen, die will man auch mal waschen. Bettwäsche. Absolut. Wenn man lange unterwegs ist. Für die Weltreise. Das ist ja nochmal so mein Traum. Einfach losfahren und gar nicht so richtig planen, wohin. Und wo es einem gefällt, dann stehen bleiben. Das wäre auch mein Traum. Ich habe da nur keine Zeit. Ja, was, du hast keine Zeit? Ja, wir verkaufen Freizeit. Und das Problem ist, die Freizeit, die wir verkaufen, ist meine Dienstzeit, wenn man so will. Auch wenn ich das nicht immer hauptamtlich mache. Aber das ist tatsächlich so. Wir verkaufen Freizeit. Und kurioserweise, ich habe das schon mal irgendwo gesagt, die Leute kommen hier lächelnd hin. Das ist schön, weil die Freizeit kaufen. Die sind nicht immer mies gelaunt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die kommen aus der Kfz-Branche, haben gewechselt zur Wohnmobilbranche. Klar, es ist stressig dieses Jahr gewesen, aber es ist was ganz anderes. Die Leute sind ganz anders drauf, oder? Ja, absolut. Ich sag mal, ich habe natürlich auch schon mal Leute dabei, wo der Mann etwas will, was die Frau nicht will, weil die Frau dann sagt, verstehe gar nicht, der will reisen, ich will das überhaupt gar nicht. Und wenn die einmal in so ein Fahrzeug, wie Steffi jetzt hier reingekommen ist, die dann einfach sagt, ach so, habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt, das ist schon toll. So, die Transportsicherung. Steffi, geh mal rein in die Dusche. Dann zeigen wir mal, wie schön groß die ist. Die ist riesig. Hat hier oben. Schuhe anlassen? Ja. Ich bin jetzt nicht durch die Maschine. So. Nee, sind ja auch Gummisohlen. Das ist alles nicht so. Gummisohlen ist da. Ist die groß genug für dich? Reicht. Absolut. So. Hier passen sogar zwei Menschen rein. Ich würde jetzt nicht mit reinkommen, weil ich alleine schon dieses Ding etwas größer auffüllen würde. Aber interessanterweise ist, wir haben hier eine Regendusche. Ja. Wir haben hier eine Einzeldusche. Das ist schon richtig so eine Schwallwasserdusche, das ist schon was Schönes. Ne? Ich habe hier noch was entdeckt.
Ist das hier für Handtücher? Ja, das ist für Wäsche. Also das ist ein Trockenbereich, ne? Da kann ich Handtücher reinhängen. Ah, da kann ich aber auch mal, wenn ich mit dem Regenzeug von draußen komme, das einfach reinhängen. Genau, ich glaube, man kann es ausziehen, oder? Genau, man kann es ausziehen. Boah, das ist genial. Also ich habe im Prinzip eine Wäscheleine, eine kleine. Genau. Eine kleine Wäscheleine in der Dusche. Eine Regendusche mit drin. Ich habe hier nochmal einen Handtuchhalter mit drin. Hier oben kann ich mein Shampoo abstellen. Genau. So, Steffi, du bist 1,60 und wenn du die Arme ganz mal hoch machst, dass wir mal sehen, du kommst gerade so, ich denke mal, das dürften so 2 Meter sein, oder? Ich komme noch nicht mehr dran, ja, bestimmt, mindestens 2 Meter. Ja. So, ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Was Frauen lieben, sind Handtuchhalter, wo man einfach mal die Sachen drauflegen kann, die nass sind. Ich habe ja hier eine Warmwasserheizung, die wird auch hier durchströmt. Ja, genau. Und das ist also wie zu Hause, ne? Ich kann also meine Handtücher drüber hängen, die trocknen viel schneller. Was jetzt nicht installiert ist, ist dieser Klorollenhalter, der liegt dahinter. Das ist etwas, wo jemand selber entscheiden muss, wo will ich den hinhaben. Mhm. Wir schrauben den nicht vor. Manche sagen, ich will den auch gar nicht da irgendwo verletzen, irgendwo in die Wand rein. Ne? Ist das jetzt hier ein Tank, der drunter ist? Das ist jetzt ein Chemieklo. Ja. Das ist jetzt ein Chemieklo. Na, dass du mal kurz aufmachst, dass man das sieht. Aber man sieht, das Ganze ist Keramik. Das ist jetzt keine Kunststoff. Tecma steht drauf. Also wenn das jemand mal nachschauen möchte, da ist die große Toilette. Das ist okay zum Reinigen. Keramik ist besser wie Kunststoff. Absolut. Leicht zu reinigen. Und ich finde, die sieht auch stylisch aus. Ich war ja viel in Japan und die erinnert mich irgendwie an eine Toilette in Japan. Die haben ja wirklich da auch sehr stylische Toiletten. Aber auch mit Musik. Mit ganz vielen Funktionen. Das heißt also, die Geräusche, die man so normalerweise dann hören würde, werden also in Japan immer übertüncht. Genau, ja. Oder Wasserdusche, das war meine erste Erfahrung mit einer Toilette. Ist das gut? Toilette. Die ist sogar beheizt, gell? Die ist beheizt, genau. Ist beheizt, sogar die Dusche ist beheizt. Das heißt, Föhn mit drin, alles mit noch ein Schränkchen. Nochmal Ablage. Spiegel. Also da stellt der Mann dann seine wenigen Habseligkeiten rein, wie Rasierer und Deo und was weiß ich auch immer. Ist aber wichtig, weil Frauen wollen ihren Bereich und Männer wollen ihren Bereich. Und ich sag mal, viele Frauen haben ja viel, aber es gibt immer mehr Männer, die unglaublich lange im Bad brauchen. Ne? Ja, das stimmt. Ich habe auch einige Freunde, die brauchen länger als ich. Echt? Die Dusche selber, der Brausekopf, ist der okay für dich vom Design? Ich finde den schick. Ja. So sieht sehr stylisch aus, sehr edel aus. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dann zeige ich euch mal komplett, dass man mal die Totale sieht hier von der Dusche. Das ist die Dusche mit Steffi. Riesengroß. Das ist übrigens nochmal der Bereich Badezimmer, wo ich den auch zumachen kann. Steffi, wenn du mal kurz zumachst, bitte. Hier, die Tür. Ups. So, da ist sie. Und hier übrigens auf der Seite ist der Anschluss für den Fernseher, der ist jetzt noch nicht montiert. Und ja, das wäre dann der Ausblick von hinten mit dem großen Bett, wenn man dann jetzt hier auf der anderen Bettseite liegt. Mach nochmal auf bitte, Steffi. So, ich denke, wir haben viel gezeigt und ich könnte noch eine Stunde drüber reden. Einweisung bei so einem Fahrzeug, wenn jetzt jemand kommt und kriegt die Übergabe, wie lange? Einen halben Tag? Also ich sag mal, bei so einem Fahrzeug bestimmt 2-3 Stunden. Mhm. Also er kriegt alles gezeigt. Wobei wir bei normalen Fahrzeugen haben wir das ja auch so, dass wir die Leute einweisen natürlich. Und viele kommen hier hin, die haben überhaupt noch keine Ahnung von Camping und brauchen dann also quasi das kleine 1x1 der Benutzung eines Wohnmobils. Mhm. Und das machen wir dann auch sehr akribisch, ne? Zumindest wenn die Zeit uns das zulässt, wenn ich mir so überlege, was wir in Corona verkauft haben. Ich sag mal, ich darf das mal sagen, diejenigen, die Wohnmobile verkaufen, Freizeitmobile verkaufen, sind im Prinzip ein bisschen die Gewinner von Corona. E-Bikes, Wohnmobile, Whirlpools. Absolut, ja, Whirlpools. Genau. Garten, Handwerker allgemein, du kriegst keinen Handwerker mehr, weil jeder hat renoviert dieses Jahr. Du auch? Ja, ich nicht. Du nicht. Ich nicht. Und die Baumärkte? Hauswohnung, was hast du? Wohnung. Eine Wohnung. Das ist so große Wohnung. Ich habe nicht renoviert. Ich hatte keine Lust. Das ist so. Ja, Camping, man muss dafür geboren sein. Das ist so eine Geschichte. Kannst du Frauen verstehen, wenn der Mann kommt und sagt, ich will campen, die sagen, oh, ich weiß nicht. Absolut. Also meins war es auch nie so, campen oder zelten. Und
in diesem Jahr bin ich mit meiner Freundin auch losgezogen, weil es ist so, was ich gerade gesagt habe, man kann losfahren und es ist nicht so, man muss nicht an einem Ort bleiben und das finde ich halt spannend. Du kannst auch gehen. Du kannst auch gehen, aber man kann halt viel entdecken, man kann einfach, ja, viel mehr Orte sehen und das finde ich ganz spannend. Was ich stark finde, ist das Zwanglose. Das heißt, du triffst Leute auf dem Campingplatz oder am Stellplatz, du musst keine Rufnummern austauschen, man unterhält sich 4-5 Stunden, fährt morgens wieder, da war es der Gerd, wenn man will, kann man machen, man muss nicht, ist alles sehr, sehr ungezwungen. Oh, wir haben das schon erlebt, dass hier auf dem Platz unendliche Freundschaften entstanden sind. Da haben Leute sich zusammengefunden, die sich gegenseitig beraten haben, wobei wir dann überhaupt nichts tun mussten. Und dann ist einer gekommen und hat gesagt, ja, den Wagen will ich, die haben mir den jetzt genau erklärt. Und das ist natürlich ein Vorteil. Ne? Aber es hat ja auch mit Camping in dem Sinne gar nichts mehr zu tun, weil das ist ja so luxuriös, das ist ja wie eine kleine Wohnung. Ne? Also wenn ich an Campen denke, dann denke ich, oh Gott, du musst dich da irgendwie in so einem Waschraum mit 50 anderen Leuten waschen und morgens dahin und das ist ja ganz anders. Also das ist ja wirklich Luxus hier. Ich habe mal den Begriff rollende Dekadenz gesagt, sehr zum Leidwesen einiger, aber es ist tatsächlich so. Es gibt Edelcamper und es gibt also auch Camper, die noch so robust von Anfang an vorne mit einer Gasleuchte. Ich habe beides. Ja. Ich habe einen Volkswagen T6 mit Aufstelldach für meinen Sohn, da machen wir die kurzen Touren. Ja. Und ich habe natürlich ein anderes, aber ich muss sagen, beides hat was. Also das eine ist, du bist viel mehr draußen, aber man braucht auch gutes Wetter. Also jetzt bei dem Schmuddelwetter hier, du kannst die Fußbodenheizung anmachen, das ist schon sehr, sehr geil. Gemütlich, da kommt die Romantik wieder. So ist das. Ja, ist das okay? Das heißt also auch Bettgröße und hier hinten, das gefällt dir? Gefällt mir, absolut. Holz? Das Holz finde ich auch sehr schön. Das hat was Gemütliches, dadurch, dass es dann nicht komplett weiß ist. Und passt. Sehr schön. So, wir gehen mal raus. Wenn ihr mal kurz rausgeht, dann mache ich mal gerade noch einen Schwenk komplett mit dem leeren Fahrzeug. Wenn du das Bett nochmal komplett hochfährst, dass wir das mal zeigen und vielleicht mal gerade beide Sitze mal drehst, bitte. Zu uns hin? Ja, genau. Dass wir einfach mal zeigen und dann dürft ihr euch mal beide in die Sitze setzen, dass man mal sieht, wie stark das Raumgefühl ist. Dann gehe ich mal ganz hier nach hinten rein, schau mal durch, denn das Fahrzeug ist wirklich sehr lang. Hier unten drunter ist tatsächlich ein Auto, die Seilwinde haben wir eben gesehen. Und wenn man hier ganz hinten ist, Steffi, Steffi, oh, Entschuldigung. Wink mal. Ist ziemlich lang, oder? Ist lang. Ist lang. Krass. Riesenraumgefühl. Jetzt gehe ich mal gerade ganz langsam hier durch. Auf der rechten Seite haben wir schon gesehen, da ist der Backofen, die Mikrowelle, hier ist der Kühlschrank mit drin, viele Schränke, eine ganz große Küche mit drin, alles sehr schön weiß. Ich kann mich vereinzeln durch mehrere Türen, habe große Oberschränke. Ja, habe ein großes Zwei-Flammen-Kochfeld. Wer übrigens ein Drei-Flammen-Kochfeld hat, der soll mal versuchen, mal 3 Töpfe zeitgleich draufzustellen. Die muss man schon genau kaufen. Und ja, hier vorne überall in diesem weißen Korean. Mensch, das ist schon richtig klasse. Also das, gut, muss man sagen, 250.000 Euro. Viele haben ja hart gearbeitet im Leben, muss man sagen. Es sind ja nicht immer nur die Reichen, sondern wir sprechen ja hier von der Zielgruppe, die zum Beispiel eine Eigentumswohnung abgeben. Man kriegt ja unglaublich viel Geld im Moment. Die reißt ja nicht. Ja, wobei manche auch einfach sagen, das Geld, wenn ich irgendwo mir einen Kredit nehme, das Geld ist, oder ich muss es zur Bank bringen, da kriege ich keine Zinsen mehr. Ich habe eine Möglichkeit, das langfristig zu finanzieren, aber es gibt auch Leute, LKW-Fahrer habe ich schon gehabt, die also ganz gerne 80.000 Euro ausgegeben haben, nachdem die in Rente gegangen sind, die haben halt gespart. Ne? Ja, es sind auch viele, die wirklich hart gearbeitet haben. Das begegnet mir immer wieder, die dann sagen, ich gönne mir das im Leben. Ich bin die ganze Zeit rumgesessen und das Leben kann ja auch schnell vorbei sein. So ist es. Lebe jeden Tag. Und eins muss man ja wirklich sagen, ne? Der große Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, man lernt Land und Leute kennen. Ich sag mal, Europa wird aus meiner Sicht dann auch wieder mal kleiner, obwohl wir ja Probleme haben, was also den Reisebereich angeht. Jetzt im Moment mit Corona, aber irgendwann ist das vorbei. Und das ist doch schön, wenn man überall irgendwo hinfahren kann. Finde ich toll. Und wir haben jetzt hier quasi eine neue Kundin akquiriert, die sich vorstellen könnte, auch irgendwann mal mobil zu verreisen. Ganz großes Thema Privacy. Vorne kann man runter machen. Ja. Das heißt, also da habe ich jetzt nochmal eine Verdunklung mit drin. Verdunklung. Die kann man rauf und runter ziehen in beide Richtungen. Die ist wahrscheinlich elektrisch. Ist elektrisch. Ist elektrisch. So, und da auf der Seite kann ich ihn auch zuziehen. Das kann ich auch zumachen. Prima. So, wir gehen mal raus, machen Abmoderation. Ich bin ziemlich beeindruckt in der Größe.
Ich wollte mir unbedingt die Fahrzeuge angucken vom Pilot, denn ich sag mal, die sieht man nicht so oft hier. Meistens sieht man Concorde, Morello, Phoenix. Genau, also Pilot ist in letzter Zeit sehr stark auf den Markt gekommen in den letzten Jahren. Also wir sind hier bei RS Reisemobile der größte, einer der größten Pilothändler in Deutschland. Und von daher haben die auch eine super Qualität. Und vor allen Dingen, man muss deutlich sagen, umlaufend GFK hat einen ganz großen Vorteil. Ich habe keine Nässe-Nester, ich habe keine Probleme mit Hagel und kann sogar bei der Versicherung sparen. All diese Dinge sind ausschlaggebend für viele, was die Langlebigkeit angeht. Und was man noch sagen muss, es ist tatsächlich so, dass der Wertverlust bei Wohnmobilen äußerst gering ist. Ich fahre mit einem Privat-Pkw einmal im Häuserblock. Das ist nicht zu vergleichen, wie viel Verlust ich da habe im Gegensatz zum Wohnmobil. Oder ja, aber es ist im Moment auch extrem, muss man sagen. Du kriegst für uralte Schüsseln, kriegst du richtig Geld noch. Das ist unglaublich. Ja. Und das ist der große Nachteil. Die Leute gehen gar nicht mehr zum Händler, sondern sie gehen eher und verkaufen privat. Und der Händler, der so wie wir ja auch gebrauchte Wohnmobile verkauft und ankauft, ja, der hat ein Geschäft weniger, das muss man mal einfach sagen. Naja, aber es war doch gar nicht so schlecht in 2020 für euch. Absolut nicht. So, wir gehen mal raus. Tolles Navi übrigens, das große Alpine mit drin. Also ich bin ganz, ganz begeistert, wie es denn so ist. Probefahren werden wir heute mal nicht, aber du könntest mal, du hast einen Schlüssel dabei. Ich habe einen Schlüssel dabei. Wenn du mal gerade den Motor startest, einmal kurz, dann zeigen wir noch das Navi einmal ganz kurz. Und wow, und nicht nur einen Schlüssel. So, ich setze mich mal kurz zu dir. Kann das sehen? So, muss man eben. So, die Tür ist auf, er warnt. Die Tür ist auf, die Treppe ist draußen, dann piept es da. Er piept es dann allen möglichen Dingen, also auch wenn ich nicht angeschnallt bin und so weiter. Also, das ist natürlich auch viel Sicherheit dabei. Ne? Und es bootet schnell. Das heißt also, ist es wirklich, es war jetzt direkt da, das Navi? Es war direkt da. Gut. Ja, vielen Dank. Dafür nicht. Da ist es. Und dann gehen wir mal raus, machen Abmoderation. Dann zeigen wir nochmal die technischen Daten und was die Leute auch wissen wollen. Das ist hier jetzt ein Ausstellungsstück. Rund 250.000 Euro mit der Mehrwertsteuer im Moment von 16%. Das würde ja jetzt hier schon einiges ausmachen. Da ist ja der Pilote Le Voyageur 9. Punkt, Augenblick, kann man die Schärfe ziehen. Da haben wir es. 9.3 Carliner. Ja, mit 41.000 Euro Preisvorteil. Hier hat man die technischen Daten mit drin, die Ausstattung und für alle Freunde des Standbildes für 249.000 Euro. Wenn ich jetzt ein Gebrauchtfahrzeug habe, du hast es eben erwähnt, in Zahlung geben ist kein Problem. Das ist kein Problem, absolut nicht. Es wird bewertet, das ist unproblematisch. Im Gegenteil, wir freuen uns darüber. Kommt mal mit bitte, dann machen wir noch zum Abschluss ein Gruppenfoto. Ihr bleibt mal beide stehen, jetzt wo ihr euch so gut kennt. Roland und Steffi vor dem Le Voyageur Liner mit Pkw-Garage, der ist hinten drin. Spannend für 249.000 Euro bei RS Reisemobile drehen wir übrigens. Vielen Dank dafür, dass ihr uns habt drehen lassen in Mülheim an der Ruhr. Wir haben kein Geld bekommen für diesen Dreh und auch keine Vergünstigung. Dankeschön, tschüss.